Gebaut wurde dieser digitale Raum, damit wir uns kennenlernen oder wieder begegnen können, egal ob draußen eine Pandemie wütet, die Bahn streikt oder die einzige verbindende Landstraße gerade gesperrt ist. Das wäre wirklich mein großer Wunsch an alle Beteiligten, dass wir diese wirklich tolle und lebendige Kunst- und Kulturszene, die wir im Freistaat Sachsen haben, auch möglichst an vielen Orten des Freistaates auch präsentieren können. Herzlichen Dank für alle diejenigen, die bei diesem Wettbewerb mitgemacht haben. Du bist auf der Bühne, herzlich willkommen und Beifall für Tim Rosenfritter. Hallo, ich grüße dich. Ich finde, Sie haben sich ein ganz besonders spannendes Format für den digitalen Austausch ausgedacht. Mit seinen Avataren für jede Teilnehmerin und jeden Teilnehmer erinnert es tatsächlich sehr an ein Spiel. Und rechts siehst du die Abstimmungsbox. Wir sind beim Speed-Dating, das heißt mit Schmackes einmal aufstehen und den Tisch zu wechseln. Es gilt damit tatsächlich einen Schatz zu heben, nämlich die vielfältigen Aufführungen sächsischer Künstlerinnen und Künstler einem größeren Publikum zugänglich zu machen. Und zugleich geht es auch darum, der Künstlerschaft die wunderbaren Spielorte in Sachsen näher zu bringen, von denen es so manche Kleinode gerade im ländlichen Raum gibt, die nicht gekannt werden, vor allem nicht in den großen Städten. Wir wünschen euch heute einen inspirierenden, spannenden, austauschreichen Tag und sehen uns wahrscheinlich auf der einen oder anderen Veranstaltung demnächst wieder. Ein Riesenbeifall an alle, die das ermöglicht haben und vor allen Dingen an alle, die mitgemacht haben und abgestimmt haben.